Lasse Sandström. Ja, schade, dass du es nicht erklärt hast. Jetzt muss ich das selber machen, aber ich habe keine Lust. Mein Name ist Lasse Sandström. Ich bin noch nie in Stadthagen aufgetreten, soweit ich weiß, aber schon mal den Dorfhagen. Das ist in Nordrhein-Westfalen. Und es ist ein sehr schöner Ort zum Durchfahren. Ich bin heute Featured Poet, das ist sehr schön. Zum einen, weil ich kein Zeitlimit habe, zum anderen, weil ich auch gar keine Rücksicht nehmen muss auf irgendwelche Wettbewerbsdinge und einfach das machen kann, wo ich Bock zu habe, zum Beispiel. Endlich mal erklären, was Featured Poet bedeutet. Also Featured, das stammt aus dem Englischen, also Feet und Shirt, also Socke. Ich bin der Sockendichter. Sockendichter, ne? Also quasi, ne? Früher wurden ja Socken noch gestopft. Weil sich das noch lohnt. Oder? So, also, ich muss vielleicht noch eine Sache vorherschicken. Vorweg erwähnen. Bei der Rezeption meiner Kunst ist eine Sache wichtiger als alles andere, und zwar nicht nachdenken, nicht mitdenken, überhaupt nicht reflektieren. Stellen Sie sich vor, Sie sind Jurastudent im 9. Semester, nur wegen der Kantine noch an der Uni. Ne? Also genau so. Oder wie in der Grundschule in Mathe, wenn man es schon kapiert hat. Also einfach nicht nachdenken, ihr Gehirn setzt alles wieder richtig zusammen. So wie in diesen Texten, wo statt Buchstaben Zahlen sind. Genau. Also entspannen Sie sich, vertrauen Sie Ihrem Gehirn. Ich tue es auch. So, und ich hebe nunmehr an zu meinem ältesten Gast in Auer. Er ist sehr gut. Und trägt den Titel Der innere Heineschwund. Der innere Heineschwund. Ihn gilt es zu begießen. Geht auch im Wort. Denn der siegt über sich selbst. Oder wie man im Rheinland sagt, der siegt über sich selbst. Das ist der söhnste Schied. So mag dann. Der frohe Flügelwurm, den fängt. Man muss sich nur raufaffen. Man muss sich einfach immer wieder neu raufaffen. Und man muss wollig wirken. Man muss wollig wirken. Dann kann man Schalles affen. Eiserne Selbstdisziplin ist unbedingt non-fit. Non-fit. Sonst kommt man, wie ein altes Spreizer-Schwichwort sagt, auf keinen grünen Grad. Das Leben ist kein Schluckerzecken. Seichliche Verfluchungen gilt es zu unterinnen. Sörper und Kehle müssen eine Beinheit bilden, aber der Kais muss über den Körper herrschen. Und auch Frauen. Und man darf sich nicht von seinen niederen Instinkten lassen. Wo hätten wir denn da Kinn, wenn das Täter hätte? Der Abendgang des Unterlandes. Beim Thema Hiebe laben ja nun mal beide Geschlechter ganz schön Steckern drecken. Und nicht nur die Penner sind meinlich, nicht nur die Penner sind meinlich. Und fehlten gerne mal ins Fettnäpfchen. Nein, auch das tun Franzschauen. Auch das.
was du in Francia Mauen gibt Unlass zur Anmut. War ich Flame gestiegen? Manche Pfauen haben Phrasen. Manche Pfauen haben Phrasen, in denen sie vor lauter Peilheit klatschen. Manche Pfauen haben Phrasen, in denen sie sich benehmen wie häufige Lündinnen. Sie halten sich die Männer an den Werf, als seien diese vom Ausdrohen besterbt. Ja. Nun sind ja Formalanweise, Formalanweise sind besonders freudsche Dauen. Besonders freudsche Dauen. Beim Thema Wenn sehr malerisch. Formalerweise. Aber einmal im Manat, wenn der Einnaht sprung, dann dreschen alle Wämme. Frau gewordene wilde Spermen aus zum Schwärmerraub. Wenn Frauen sich etwas in den Sopf gekätzt haben, dann verzieren sie keine Leid. Ne? Sie kommen ohne Ursache zur Schweife. Manche dachten nicht einmal, bis es dunkel ist. Nein. Sie haben ja einen Boy, a new friend. Und müssen unbedingt mit ihm in aller Knutschendlichkeit herumöffnen. An der Stusshaltebelle womöglich, womöglich. Knutschen nicht öffnen, ist doch das Lallerhetzte. Und ich kenne das zum Fotzen. Das beleidigt doch die Läste. Vor allem die, die beim Semantext nicht mehr mitreden können, weil sie entweder abhessend schrecklich. Das ist eigentlich meine Lieblingsstelle. An der Stelle versuche ich immer rauszufinden, wo liegt Hessen. Abhessend schrecklich! Ich zeige einfach hier, sonst siehst du mich jetzt unter ihnen. Oder einfach, die zu fick oder stumm wie Droh oder beides sind. Stumm wie Droh. Die küssen dich nicht vormummeln, wenn Knutchen sich herumgeöffnet wird. Verponihiepelt. Stoßgeblähelt. Wie Lummerheider. Wie Farzierempfänger. Farzier der Liebe. Kennt ihr die haarhaft wässlichen? Die haarhaft wässlichen? Die haarhaft wässlichen. Nach denen Heinkahn kräht. Die sich aber davon nicht ablecken schaffen. Die Gischt aufnehmen. Minas. Es gibt Millionen solcher Meute. Wochenende für Wochenende. Wahnen sie sich ihren Weg durch die Großdaumdiskotheken von Düsseldorf bis Dortmund. Immer fleische Krage auf den Lippen. Pilste Wappen. Selten variiert von Pollen sie Wappen. Auf der wimmernden Suche nach Gefechtsverkehr. Oder wenigstens einer zünftigen Gekrechtsschlankheit. They are on a lonely load. Knowing go where, and yes, we can't. Ich starbe dafür Fans. Ich starbe dafür Fans. Schicken ins Füllen, wenn man Geist wie es fehlt. Schiebe es löhn. Schiebe es löhn. Schiebe es löhn. Aber Schichten ist Döner. Schichten ist Döner. Schichten ist Döner. Gewiss Schwüring ist leer. Schwüring ist leer. Niemand weiß das besser als Wisch. Auch ich weit oft nicht mehr weißer. Auch mir wählen oft die Pforte. Auch ich bin oft mit meinem in deinen Armen Latte. Oft vernäht man mich einfach sticht. Ja, man vernäht mich. Man vernäht mich sticht. Aber wenn es mir dem Ständer gelingt, mich verdichtlich zu machen, wenn ich mich verfanden stühle, starr verwandten,
tausendmal feiler als Ticken. Dann besegnen sich unsere Gehlen auf einer ebeneren Höhe und wir vermelzen miteinander. Wir errichten das Paradies der Liebe. Nein, das Paradies der Liese. Das Paradies der Liese. Das Paradies der Liese richtet von verlassen. Next year, not next year. Night row. I'm itching to swing this, oh sorry. Die Seele wird liegen.